Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir gehen mit einem neuen Track von M.I. Mysep mit Calm. Ich freue mich sehr drauf, wir haben ja jetzt ein bisschen was aufzuholen, wo er ja, soweit ich das zumindest sehe, ich werde halt immer ein bisschen gespoilert jetzt. Ey, Schmutz, dass ich den Anschluss da verloren habe, Freunde, ja. Da werde ich halt immer ein bisschen gespoilert in der Abo-Box, welche Routen halt noch hochgeladen werden und welche nicht, ja. Aber wir sind dran, Freunde, keine Sorge. Jetzt haben wir Mysep mit Calm, produziert das Ganze von Vegard und HXRX Killer. Hexer Killer, keine Ahnung, Mann. Wir schauen rein, wir hören rein von den Link zum Original in der Beschreibung. Lasst Support und Liebe da. Frisch rausgekommen gestern. Beziehungsweise heute. Let's go. Was willst du mir sagen? Ey, du weißt nix. Steig in meinen Wagen, nein, gib kein Fick. Oh, ey, es fängt schon wieder gut an. Es fängt schon wieder gut an. Ach, Jungs, geil. Ey, du weißt nix. Steig in meinen Wagen, nein, gib kein Fick. Dann holt mich die Panik ein, ist erst dick. Aber alles ist gut, yeah, yeah. Ich mach was ich will, Mann, ich bin stur. Rapper blenden mit den Teilen an der Uhr. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, Digga, mir ist es egal. Ich schreib so viele Hits, Mann, ich bin daraus ein Buch. Beweg mich nicht vom Flip. Oh, ey, M.I., Mann. Es ist wieder diese Atmosphäre. Er kann für mich so eine fast schon einzigartige Atmosphäre rüberbringen, die ich einfach liebe bei ihm, wo man direkt reinkommt und man ihm einfach zuhören möchte. Es ist egal, ich schreib so viele Hits, Mann, ich bin daraus ein Buch. Beweg mich nicht vom Fleck, doch bin ewig auf der Suche. Heute weg. Auch diese Kleinigkeiten bewegt mich nicht vom Fleck, doch bin ewig auf der Suche, wie er denn das Wort Suche einfach noch mit einer schönen kleinen Melodie betont. Bin daraus ein Buch, beweg mich nicht vom Fleck, doch bin ewig auf der Suche. Heute wegen Covid, früher wegen ein paar Huren. Ich bin nicht ein Sohn, yeah, yeah, immer am Mikrofon, yeah. Schon seit 2013 seh die Zeit am Vorbeiziehen, es ist immer das Gleiche, halt beim Kommen und Gehen. True. Nach der Farbe der Haut. Boah, ey, gerade zum aktuellen Anlass. Heftige Zeilen, aber das ist halt das Problem, dass mich das gerade zum aktuellen Anlass oder durch den aktuellen Anlass mehr, dass ich das jetzt mehr fühle, dabei sollte ich diese Zeile eigentlich immer fühlen oder immer krass finden. Das ist das Problem. Dass es jetzt gerade so präsent ist und gefühlt sich alle jetzt für ein paar Wochen dafür interessieren und ich habe halt Angst, dass es danach wieder in Vergessenheit gerät und dass es alles nichts gebracht hat, gefühlt. Da müssen wir, ach, keine Ahnung, da muss man dran arbeiten oder dran, es soll halt nicht einfach jetzt so ein Ding sein, was nach einer Woche wieder vergessen ist, so. Das ist das Problem. Die reichen alles Geld und sind satt und trennen Menschen nach der Farbe der Haut. Warum? Doch wir sind alle gleich, yeah. Ey, das ist einfach der beste, die beste Definition oder so, diese beste Zeile, die man der Menschheit geben kann. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich, Digga. Man sagt es zwar immer, aber wenn man drüber nachdenkt, man muss einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken. Man sagt es immer so daher, ja, wir sind ja alle gleich, bla bla bla. Aber es ist ja wirklich so, Mann. Es ist ja wirklich so. Jeder Mensch ist gleich viel oder gleich wenig wert, in Anführungsstrichen. Oder jeder Mensch ist einfach, ja, exactly gleich von allen Punkten, Alter. Irgendwann finden wir alle zu Gott, und wir sterben allein, yeah, mit den Dingen drinnen in unserem Kopf. Auch wenn du am Boden bist, Mann, und alle dich hassen, ey, Bruder, gib nicht auf. Glaub mir, du kommst da raus, nur wenn du fest dran glaubst. Sie alle wollen Drugs, Love, Sex, Fame, Clocks, Cars, for Money, Rain, yeah, yeah. Ho, 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 Alter, der Weihnachtsmann ist da. No joke. Stark, Mann. Fame, Clocks, Cars, for Money, Rain, yeah. Fame, Clocks, Cars, for Money, Rain, yeah, yeah, yeah. Aber ich will nur kommen, kommen. Aber ich will nur kommen. Boah.
Das fühle ich halt bei Emma immer so krass, dass er diese guten, motivierenden Worte einem mitgibt, so. Gute Denkanstöße und einfach auch, man kann aus einer Mucke viel rausziehen, ja? Sehr, sehr viel rausziehen, finde ich. Glaub mir, du kommst da raus. Ja, 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 ja. Alter, warum haben wir im Jahr 2020 immer noch ein Rassismusproblem? Ich fick diese Dreckswelt. Real ich talk. Guck auf jede Art von Real Rassismus talk. Und Diskriminierung. Real talk. Real talk, Mann. Heftig. Sehr, sehr schöner Song. Sehr, sehr schöner Song. Gerade die Endmessage kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich möchte ganz kurz schauen, von wem das Video ist. Beziehungsweise Video von ihm selbst, okay, mit einem Kollegen dann gedreht. Ich finde aber auch das Artwork hier extrem schön gerade. Nice, Mann. Sehr, sehr schöner Song vom Ehrenbruder Meiser, Freunde, ja. Einfach Real Talk. Einfach Real Talk vom Feinsten. Und ich finde es halt bei ihm immer schön, dass er es schafft, eine gute Message mit einer Art und Weise zu rauszuhauen, die einen auch erreicht. Also es sind jetzt nicht Worte, die er dahin gesagt hat, sondern das, so sehe ich es zumindest. Das hat einen Impact auf viele. So Leute wie Emma braucht man mehr, die wirklich wissen, wie man gerade auf vielleicht jüngere Leute so noch was heißt einreden kann, aber dem was mitgeben kann einfach, wo die was rausziehen können. Schwierig zu erklären, aber ich höre mir Emma deswegen sehr gerne an, weil ich denke, dass er wirklich die Kunst wertschätzt und versucht halt auch was mit seiner Reichweite anzustellen, was Vernünftiges. Und dieser Track war dafür ein Paradebeispiel, meiner Meinung nach. Sehr, sehr schön und ich wünsche dir alles Beste nur, auch mit der JCC. Ich bin sehr gespannt auf die Runden, die wir da noch vor uns haben, Freunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Video da noch oben geben würdet und natürlich das originale Video vorher abchecken würdet. Push das in den Trends. Push das in den Trends würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.